Das tägliche Bekenntnis, was du bekennen kannst, geht so. Bekenne mit meinem Mund den Herrn Jesus und glaube in meinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Deshalb bin ich gerettet. Damit jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ich bin in Christus. Ich bin ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. So, jetzt geht's. Ich habe einen neuen Vater im Himmel. Das ist der alte Vater. Der große Gott. Der alte an Tagen. Ich habe ein neues Leben, ein ewiges Leben. Ich habe eine neue Bürgerschaft und die ist im Himmel. Ich sitze mit Christus im Himmel. Ich lebe in einer neuen Atmosphäre, nämlich in der Jesus-Atmosphäre, im Heiligen Geist. Ich bin errettet aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und in dem geliebten Sohn bin ich angenommen. Mein Name steht in dem Buch des Lebens. Ich habe eine neue Kraft, eine Heilige Geistkraft. Die Kraft des Heiligen Geistes verleugne ich nicht. Ich habe Gewalt, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts darf mich beschädigen irgendwie. Ich habe Gewalt, über alle Dämonen sie auszutreiben. Und ich kann den Schwachen die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Ich bin mehr als ein Überwinder durch Jesus Christus, der mich geliebt hat. Und durch Jesus Christus vermag ich alles zu tun. Und ich bekenne die ganzen schönen Segnungen vom Golgatha, vom Kreuz Jesu. Denn er hat mich geheilt. Er hat mich von Sünde befreit, von Verdammnis befreit, von Sünde und Schuld und Scham befreit. Er hat mich von Schmerz befreit. Ich brauche keinen Schmerz mehr mit mir rumzuschleppen an meinem Leib. Und auch nicht den Schmerz der Seele und des Geistes. Ich brauche keine Ablehnung mehr, weil ich angenommen bin in Jesus. Die ganze Ablehnungskiste, die fällt ab von mir, von Menschen abgelehnt zu sein. Alle Flüche fallen ab, weil ich den Segen Jesu kriege jetzt im Namen Jesu. Ich bekenne, dass ich keine Angst habe. Ich fürchte nichts Übles, auch wenn ich im Tal des Todesschattens mich befinde. Ich fürchte keinen Menschen, ich fürchte mich nicht, denn Jesus ist bei mir. Amen, ich schaue nicht ängstlich mehr, denn du bist mein Gott, du hilfst mir, du stärkst mich. Du stützt mich mit der Rechten deiner Gerechtigkeit, mit deiner rechten Hand. Amen. So, vielen Dank fürs Zuschauen.